Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Mein Name ist Sandra Gensicke. Ich begrüße euch an einem Frühlingsmorgen. So langsam wird es wärmer. Wir befinden uns gerade in der Corona-Krise. Stillstand. Und es ist auch für mich Zeit, ein paar mehr Videos zu drehen. Und ein Thema, von dem ich von vielen Eltern in letzter Zeit gefragt werde und auch die Monate vorher schon, und wurde ich schon gefragt, ob ich an der Elternschule anfangen würde. Das ist das Thema Pubertät. Und mir wird dann gesagt, dass das die schlimmste und schlechteste und nervenaufreibendste Zeit ist. Und das sagen mir Eltern, die kleine Kinder haben. Das heißt, sie haben etwas gehört. Und das sagen mir auch Eltern, die pubertierende Kinder haben. Meine Antwort ist dann: Es ist die schönste Zeit, die ich gerade mit meinen Kindern verlebe. Stirnrunzeln, komisches Gesicht machen. Wieso? Das kann doch nicht sein. Alle anderen sagen, es ist schlimm. Du sagst es nicht. Und ich würde euch jetzt gerne ein paar Sachen mit an die Hand geben, damit es für euch auch eine schöne Zeit werden kann. Ich habe zwei pubertierende Kinder zu Hause. Also bin ich mittendrin. Was geschieht denn eigentlich in der Pubertät? Dass wir erstmal einen kurzen Moment einen Blick drauf werfen, was da passiert. Und zwar, das Gehirn wird jetzt umgebaut. Es soll von einem kindlichen Gehirn zu einem erwachsenen Gehirn umgebaut werden. Und viele Gehirnverbindungen, die wir haben, die wir nicht brauchen oder die selten benutzt werden, die werden abgebaut. Auf der anderen Seite werden wichtige Verbindungen, und zwar diese Nervenverbindungen, die bekommen eine Schicht drumherum, damit sie schneller funktionieren. Das merken wir als Erwachsene, dass wir viele Zusammenhänge viel schneller erkennen als Kinder. Das ist diese Ummantelung, da werden die Informationen viel schneller geschickt, und wenn viele Informationen schneller geschickt werden, kombinieren wir natürlich auch viel besser. Genau, das ist der Umbau. Dieser Umbau findet im gesamten Hirn statt, aber nicht schön strukturiert, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Wir fangen eine Baustelle an und dann machen wir erst dort was und dann baut sich das auf. Nein, das geschieht leider alles zusammen. Mit den ganzen hormonellen Veränderungen, die unsere Jugendlichen in der Zeit auch durchleben müssen, ist das eine riesige Baustelle und alles läuft durcheinander. Und was noch ganz wichtig ist, in dieser Zeit dieses großen Umbaus denken unsere Kinder meistens mit dem limbischen System. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, ich habe den Gehirnfahrstuhl schon mal erklärt, was das limbische System ist. Es ist also das Erdgeschoss und der Sitz der meisten Gefühle. Wenn sie in diesem limbischen System feststecken, bedeutet das für unsere Jugendlichen, dass sie fast alles über Gefühle wahrnehmen und über Gefühle ausdrücken. Himmelhoch jauchzend, bist zu Tode betrübt. Das wechselt. Und sie haben dann oftmals keinen Zugang zu ihrem logischen Denken, weil dort ist ja die riesengroße Baustelle. Und dann kommt es aus uns Eltern raus und wir sagen, hey, jetzt denk doch mal nach und was soll das, und wundern uns, warum sie zum Beispiel ausrasten. Naja, stellt euch doch mal vor, sie haben nur auf dieses limbische System Zugriff und dort sind alle Gefühle und Erfahrungen gespeichert ihres ganzen Lebens. Nun, das sind keine Gefühle und Erfahrungen aus dem Erwachsenenleben, sondern ausschließlich aus der Kindheit. Und das bedeutet, sie können halt auf Erfahrungen zurückgreifen, wie sie mit 5 reagiert haben, wenn sie was nicht bekommen haben, oder mit 10. Der Erfahrungsschatz ist da ziemlich gering. Wo sollen sie es herholen? Sie können es ja noch nicht herholen. Und da, wo sie es herholen könnten, da ist halt eine Baustelle. Gut, das so zum Thema, was passiert eigentlich? Das Ganze zieht sich hin bis zum 22. Lebensjahr ungefähr. Erst dann ist das ganze logische Denken ausgebildet und auch solche Sachen wie Vernunft. Deswegen sind Jugendliche oftmals risikobereiter. Diese Verkoppelung mit Vernunft geschieht halt erst im letzten Abschnitt. Ja, ist alles ein bisschen schwierig. Aber nicht nur für uns Eltern, sondern überlegt doch mal. Meint ihr, dass es für einen Jugendlichen wirklich so schön ist, nicht zu wissen, warum man gerade traurig ist oder
Warum man gerade die ganze Welt umarmen könnte, das wissen die ja auch nicht. Und ja, ich könnte ja alle sagen, ja, die Jugendlichen, die sollen sich nicht so haben, aber uns geht's doch auch so. Wir stehen morgens auf und dann haben wir das Gefühl, hey, heute wird ein ganz mieser Tag. Ganz mies. Wir haben so ein Bauchgefühl. Und es wird ein schlechter Tag. Ja, und keiner kann uns sagen, warum das jetzt so ist. Aber es ist. Gut. Jetzt würde ich euch ein kleines Beispiel gerne geben, was auch ich erlebe. Und dann daran ein wenig euch erklären, was wir machen können als Erwachsenen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Und keine Angst, das funktioniert nicht gleich so. Auch bei mir nicht. Also, wir haben gerade Corona, ja? Und da ist es so, dass die Kinder, weil sie ja eigentlich Schulzeit haben, Hausaufgaben bekommen. Und meine sind in unterschiedlichen Klassen. Sie kriegen auch unterschiedlich viele Hausaufgaben. Die Ältere kriegt weniger und die Jüngere kriegt mehr. Und es kam auch eine Hausaufgabe von einer Englischlehrerin, dass man also 2 Seiten Buch abschreiben sollte. Das ja, stößt jetzt nicht unbedingt auf Vorliebe. Und dann soll man sich bitte im Internet selbstständig noch erklären lassen, worum es dort geht und es dann auch verstehen. Und meine jüngere Tochter war darüber sehr erbost, wütend, mit den Argumenten, auch im Unterricht macht sie sonst nichts für uns und sie hat jetzt gerade frei und keine kleinen Kinder. Und warum kann sie dann nicht wenigstens einen anständigen Text schreiben oder ihnen das verständlich machen, sondern klatscht das hin, sie sollen sich selber drum kümmern. Und sie wüsste überhaupt nicht, warum sie das machen soll, weil schließlich hat sie jetzt frei. Gut, das ging über ein paar Tage und diese Ärger, ja, der schlägt sich natürlich auf uns Erwachsene auch und ich wurde dann auch irgendwann wütend und ärgerlich und nach ein paar Tagen stieg der Ärger hoch und dann rumste es mal. So, das ist jetzt nichts, also es rumste nicht so stark, aber ich machte meinem Ärger mal Luft, dass es jetzt reicht, dass die Hausaufgaben gemacht werden müssen, dass das Tatsachen sind, wir kommen nicht drum rum und dass ich keine Lust mehr habe auf den ganzen Schwarm. Ach, ja. Und dann? Jo, das war jetzt gesagt, aber was ist jetzt die Quintessenz? Und jetzt kommen wir dazu, was wir Erwachsene sind. Wir haben einen großen Vorteil. Wir sind schon mal durch die Pubertät gegangen. Kann sein, dass wir uns nicht mehr so erinnern. Aber wenn wir mal uns ein bisschen Zeit nehmen, dann wissen wir, dass wir auch oft das Gefühl hatten, uns versteht keiner. Und die Erwachsenen machen nicht genug. Also es sind ganz viele Sachen, die damals auch bei uns schon schwierig waren. Aber jetzt sind wir erwachsen und wir sind da schon durchgegangen. Und wir haben noch einen Vorteil. Bei uns ist keine Baustelle. Wir können nur bestellen. Wir haben die Fähigkeit dazu. Und diese Fähigkeit sollten wir nutzen, dass wir erwachsen sind und die Möglichkeit haben, jederzeit ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Das mag schwierig sein, aber die Fähigkeit haben wir. Wie kriegen Sie das hin? Wenn Sie in einem Gefühl stecken, dann ist Klopfen angesagt. Raus aus dem Ärger. Auch das habe ich dann gemacht. Raus aus dem Ärger. Weil was nützte er mir jetzt? Was hat es geändert an der Situation? Nichts. Also klopfen. Videos dazu, X-Prozess, nachschauen, üben. Und dann weiß ich, was ich an Gedanken hatte. Gedanken darüber, ich habe jetzt auch keine Lust dazu, mit ihr die Hausaufgaben zu machen. Ich muss vieles selber machen. Ich habe im Büro Arbeit. Ich kann jetzt nicht Lehrer spielen, wenn die es nicht hinbekommen. Alles diese Gedanken. Aber es gibt eine einzige Frage von den 4 Vernunftsfragen, die ganz klar ist. Hilft mir diese Gedanken? Nein, sie helfen mir nicht. Und wenn sie mir nicht helfen, dann lasse ich sie. Ich brauche eine Lösung, eine andere Lösung. Und da unsere Pubertiere ganz oft in den Gefühlen stecken und sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und meine Tochter kam da nicht raus. Sie kam aus diesem Ärger nicht raus. Was machen wir dann? Ein bisschen Zuspruch? Verständnis? Sie auf einen anderen Weg wiederbringen? Ja klar, kein Problem. In den Arm nehmen. Mit ihr öfter kuscheln und etwas zusammen machen. Sagen, dass wir etwas zusammen machen. Also, das möchte ich euch mitgeben. Kommt ins Hier und Jetzt. Hinterfragt eure Gedanken und schaut, wie ihr den Kindern, die jetzt gerade nicht wissen, wie sie aus ihren Gefühlen kommen, wieder rauskommen können. Zeigt Verständnis und seid einfach mal für sie da. Und versucht, eure Gedanken umzudrehen und etwas anderes zu machen. Gott, ist das mal toll. Okay.
In der Pubertät ist es oft so, dass durch den großen Umbau im Gehirn die Kinder und die heranwachsenden Jugendlichen und dann die heranwachsenden Erwachsenen vieles in Frage stellen. Das ist nämlich etwas, was sie lernen. Das ist etwas, was diese Baustelle schon mal macht. Es ändert ihren Blickwinkel und sie hinterfragen uns. Und klar, wir lassen uns nicht gern hinterfragen als Erwachsene. Wir finden es überhaupt nicht gut, wenn die Kinder unsere Erziehungsmethoden und unsere Ansichten in Frage stellen. Nur dazu sage ich euch eins. Seid froh, dass sie es machen. Nutzt diese Chance. Diese Chance habt ihr als Eltern nie wieder, dass jemand so ehrlich auf euch zukommt und euch selbst in Frage stellt. Das ist jetzt kein Chef, das sind keine Kollegen und ihr müsst auch niemandem etwas beweisen. Die meinen es ehrlich. Ihr könnt jetzt endlich mal zum ersten Mal schauen, ob das, was ihr macht und euch jeden Tag zurechtgelegt habt und in eurem Unterbewusstsein drinne habt, ob das vielleicht wirklich wahr ist. Das geben euch die Jugendlichen. Und das werdet ihr nicht nochmal bekommen. Also seht es mal auch als Chance, wenn sie zu euch kommen und sagen, hey, das, was du jetzt gerade machst, finde ich nicht in Ordnung. Und dann diskutiert dort drüber. Das ist eure Chance. Und ich sehe es als Chance. Und deswegen finde ich diese Zeit sehr angenehm. Sie sind ehrlich. Und ja, es ist nicht immer einfach, ihren Gefühlstrubel auszuhalten. Aber wenn ich ein Problem habe, dann habe ich ein Problem damit. Weil der Gefühlstrubel ist ja nicht meiner. Und ihr erinnert euch an das ABC-Modell, Auslöser, Bewertung und Gefühl. Das heißt, habe ich ein Gefühl, sind es meine Gedanken dazu. Und nicht die der Jugendlichen, die daran schuld sind, dass ich nicht klarkomme. Das Problem liegt dann bei mir. Es ist meine Art und Weise dann, damit umzugehen, wenn jemand grantig ist oder etwas nicht macht. Es ist mein Problem. Und das möchte ich euch auf den Weg mitgeben. Es ist keine schlimme Zeit. Sie stellt uns auf die Probe und sie zeigt, wie wir mit vielen Sachen umgehen. Und sie gibt uns die Chance, als Erwachsenen das zu hinterfragen, was gerade ist. Und das finde ich gut. Es ist ehrlich und ich entwickle mich genauso weiter wie sie. Ich bin um diese Zeit sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute mit euren Kindern. Und Jugendliche, die gerade auch in dieser schwierigen Phase, wo wir alle zu Hause sind und wo es viele Reibereien gibt, die Chance nutzt, dass ihr alle daran wächst. Schreibt in Kommentare, wie es euch geht, wenn ihr Tipps braucht. Schreibt anderen, wie ihr damit umgeht. Ich wünsche euch alles Gute, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch später, immer. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht unterkriegen und überprüft öfter mal eure eigenen Gedanken. Alles Gute. Eure Sandra aus der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Ciao, ciao.